Na hey, schon Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot, dem Finale des Finalen. Folgendes, ich habe alle auf 55 jetzt mittlerweile so ein bisschen mal hochgelevelt. Zunder ist aktuell immer noch ein Fukano, aber er hat Flammenwurf. Deswegen haben wir ja so lange gewartet. Und ich habe in der Zwischenzeit einmal einen Feuerstein gekauft, um das hier zu tun. Finally. That's a fluffy dog. This is some spicy fluff dog. Und auf einmal kann er mit allen mithalten. Jesus Christ. Dieser Hund, ne? Schnell, ist er schneller als Rin? Er ist schneller als Rin. Hat auch eine ganz gute Spezial jetzt mittlerweile, aber sein Angriff ist höher. Ja, Sui ist immer noch 6 stärker. Und er flext jetzt einfach mal ein bisschen. Ich lasse ihn mal ein bisschen flexen, nur um das nochmal klar zu machen, was hier Gerät ist. Ja, er ist und bleibt ein Georock. Auch wenn ich liebend gern ein Sui-Watz gehabt hätte. Aber, ja, damit wollte ich mich dann doch nicht rumpobeln. Dann natürlich unsere Queen. Unsere einzig wahre. Hab ich nichts geändert. Zapkant ist immer noch ein geblitzter Vogel. Wird aber uns hier sehr, sehr viele Dienste erweisen. Und Gobble. Fucking Gobble. Dich haben wir jetzt wirklich komplett mitgeschleppt. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass wir es tatsächlich getan haben. But we did. Folgendes. Unser erster Feind ist Lorelei. Und Lorelei ist eine Kant. Beziehungsweise jede Menge Eis. Ich könnte natürlich Zapkant hinschicken. Aber ich habe so das Gefühl, das wird nicht gut gehen. Ich werde Gobble an die Front jagen. Weil Lorelei hat auch eine Menge Wasser-Pokémon. Die puren Eistypen wird sich Zunder vorknöpfen. Hoffentlich. Das ist auf jeden Fall jetzt meine Strategie für die erste. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Ja, weil es kaum Eis-Pokémon gibt, die wirklich nur Eis sind, du Nuss. Du wirst um Gnade willen sehen, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Das wird nicht gut gehen. Ja, Dugong. Oh, fuck. Ich dachte, mit 55 bin ich eigentlich noch gut dabei, aber selbst das Dugong ist schon 54. We're in for a bad time. Es sei denn, das hier passiert, dann crittet das Ding natürlich. Und 2000 Erfahrung. Austausch. Da können wir Gobble auch noch lassen. 300. Ist ja schwächer. Was ist denn mit dir los? Get on my Gobble. Ich meine, get on my level. Ja, die Crits. Die Gobble-Crits. Lamus. Isalin. Ja, Lamus, das schafft er auch. Das schafft Gobble auch. Ich will Gobble so viel, dass er so viel abnimmt wie nur möglich, weil Zapkant brauchen wir für später. Alter. Und ich habe mir bei Lorelei Sorgen gemacht. Okay, Rossana. Ihr einziges pures Giftvieh. Eisvieh. Das übernimmt Zunder. Akani. Flammenwurf sollte hoffentlich genügen. Yes. Gut, Zunder. Und Lapras, ja, da sind wir wieder weg. Das übernimmt wieder Gobble. Lapras mit seinem Schlafzimmerblick, ja. Das kannst du dir sonst wohin schieben, du Vieh. Perfekt, ich jetzt gerade Lorelei. Die Frau, wo ich mir am meisten Gedanken gemacht habe. Ich musste ja mein Maul aufmachen. Oh, shit. Das wird wehtun. Aua. Oh, Gobble. Gobble, was machst du? Nein, was
machst du denn, du komisches Vieh? Du Enttäuschung auf vier Beinen! Oh. Ich krieg einen Vogel! Literally! Ich musste ja mein Maul aufmachen, ne? Das Gobbel einfach wieder reinkackt, war so klar. Ich dachte, geh ruhig weiter. Ich frage mich mal auf die Dinge, die ihn noch erwarten. Fucking Gobbel. Ich kann dich wirklich mit keiner Aufgabe betreuen. Oh Mann, oh Mann. That Karma, though. So. Fürs nächste schicke ich die Queen nach vor an die Front. Auf die Queen kann ich mich eher verlassen. Ich gehöre zu den Top 4, mein Name ist Bruno. Und in das Gebiet 10 können Pokémon sehr stark werden. Pokémon pausenlos trainiert. Small Vapor Kraft bezwingen. Zum Angriff. Ich hatte ganz kurze Emotion für Gobble. Dann habe ich realisiert, was ich für einen Fehler begangen hat und hab's direkt regretted. Regretti, Rigetti, never Spaghetti. Never vertrau Gobbleglob. Gobblefloor. Lass es lieber einen richtigen Kaiju machen. Okay, Nocturne, da lassen wir da mal rinnen an dir von der Leine. Oh, ein Pommeskorb hier. Beide 55. Psychokinese sollte eigentlich... Yes. Und Kickly. Ja gut, ich muss halt ein bisschen... mit meinen Dings aushaben, mit meinen AP. Deswegen muss ich gucken, dass ich jetzt nicht alles meine ganzen Psychokinese hier schon jetzt verballer. Maybe I need it later. Okay, Onyx ist kein Ding. Nee, komm. Gobble, du hattest deine Chance. Weißt du, wir hätten Lorelei one-shotten können. Perfekten. Aber du hast dir gedacht, boah. Better fuck it up. Besser nochmal reinkacken. Oh yeah. Und sein Machomai. Ja gut, da schicke ich nochmal Ren rein. Was ist das denn? Break his mind! Oh fuck. Spezial sinkt. Aber er macht X-Abwehr, der Trottel. Tja, das war's mit deinem Machomai, ne? Hat sehr viel gebracht. Alter, wie konnte ich verlieren? Alter. Ich will Leo, nächste Herausforderung wartet bereits. So. Agathe. Bauer. Ich lese immer Kommentare, mein Dude. Da kannst du dich mal drauf gefasst machen. Ich glaube, Zui kriegt sonst nicht so viel zu tun. Deswegen schicke ich Zui mal an die Front. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Man lobt die in höchsten Tönen, junger Mann. Ihr war nur einmal aus guter Sehen, der stattlicher Mann. Doch der Herr vor Jahrzehnten, heute kümmert er ihn nur noch um seine Pokédei, ein Pokémon oder den Scheiß. Smurf, ich zeug dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Willst du mir damit was sagen, Alte? Agathe-Salate? I hope this works. Ha, fuck you! Steine können nicht schlafen. Sui schläft nie. That's what you get. Golbat. Golbat könnte ein Problem werden. Golbat ist... What? Okay, hier, hab Steine. Gut. Wenn du das willst... Ich versuch's nochmal. Hä? Was versucht die hier? I-
jetzt greift sie tatsächlich mal an. Und ausgerechnet mit dem, was mir am meisten auf den Sack geht. Ach, come on! You can't do it twice. Zoe, come on. Oh, fuck. Na gut, das, ne. Come on, Zoe! Mami, nicht fertig! Ist nicht mehr verwirrt. Oh, und er schmeißt mit Stein. Er schmeißt auch noch mit Kochtöpfen! Da ist Apollo wieder. Schick mal die Queen rein. Wieso hat sie gerade zweimal ihre Viecher ausgetauscht? What the fuck? What? Okay, then. Ich sehe gerade, dass da... What the fuck? Ich guck gerade auf meinen Desktop und da oben ist gerade was frei und ich frage mich, was das sein soll. Irgendwas habe ich deinstalliert, nur ich habe keine Ahnung mehr was. By the way, das ist ein... Okay. Du willst Zanke. Yeah! Auf die Queen ist Verlass. Okay, Gengar. Überlassen wir Zoe, komm. Nee, Skyrim hatte ich nicht auf dem Desktop. Ey, ich frag mich gerade echt, was da oben war. Oh, fuck. Na gut, vergiftet. At least nur das. Jetzt geht's schon los mit den Level 60ern. Und das waren die Level 60er. Phew. Ich letztens irgendwas... Wisst ihr, sowas wurmt mich ja, ne? Wenn du irgendwas, ne? Du hast gewonnen, du verstehst, was der Professor meinte. Ich will wohl ganz zu. Setz deinen Weg fort, mein Junge. So, aber bevor wir das tun... So, Zoe ist wieder fit. Ich werde ihn mal noch nicht heilen. Weil ich glaube, gegen Dings wird er uns sowieso nicht... gegen Siegfried wird er uns eh nicht viel helfen. Ich zick mal vor allem. Ja, ich schick mal zuerst Zapkant an die Front. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Dum, dum. Dum, 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 dum. Was hab ich deinstalliert? Ich weiß es nicht mehr. Fuck my life. Okay. Oh, ja, Siggi, du siehst noch ein bisschen aus wie Dracula. Aber sonst ist alles gut. Ich habe bereits von dir gehört, Smurf. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und überhaupt der Top 4. Weißt du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Das ist Gen 1, hier sind sie noch broken. Ihr bin beinahe unbesiegbar. Schicksal ins Auge zu blicken, würde ich einen Ausflug der Pokémon-Liga hier, Smurf. Da sehe ich dein Blut, ich meine, genau. Du erinnerst mich derbe an Vegeta, nur mal so nebenbei. Oh hey, du bist 3 Level über mir. Bitte triff, yes! Dot, 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 dot. That's some dead fish. Okay, then. Dragonier. Ich lass Zapkant mal drin. Fuck, das war so... Okay, greift mit Slam an und denkt, er ist toll. Shit, ganz vergessen. Döner ist ja nicht so effektiv. Drachenwut, Fixer-Damage. Da habe ich jetzt weniger Respekt vor. Machen wir Bohrschnabel. Vielleicht critten wir ja. Sind wir neutral? Ja, perfekt. Vor allem ist es noch niemand ein Level abgekommen. Das finde ich noch interessanter. Komm, bohr das Ding nochmal auf. Ihr das hat's dir ja gebracht. Du bist zwar jetzt schneller, triffst nicht und stirbst. Guess what? Aerodactyl. Da hab ich wen. Wieso sieht Aerodactyl so ultra legit aus? Es sieht aus wie so ein Gabelstapler, aber trotzdem.
Alter, ihr trefft nicht! Was ist los mit euch? Siggi, was machst du mit deinen Viechern? Die müssen mal treffen lernen. Du musst mich auch angreifen. Alter Verwalter. Dragoran, jetzt geht's los. Das überlasse ich Zapkant. Ich habe Vertrauen in ihn. Ach du Scheiße, it's a dragon. It's a fucking dragon. 62. Ouch. Slam. Au. Ich nehme alles zurück. Fuck you. Scheiße. Er ist jetzt schneller als ich. Ja, komm. Bei oh, you fucking idiot. Das Ding bufft sich ja mal ins nächste Leben. Oh, come on. Es trifft. Defektor bringt dir nichts mehr, mein Freund. Der Einzige, der bislang draufgegangen ist, ist fucking Goppel. Es ist vorbei. Unfassbar. Was wird ein neuer Pokémon-Meister? Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Smurf. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Gorf. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Ja, guck mich ruhig nicht mehr an. Wie wär's damit, Arschloch? Okay, da gehen wir jetzt kein Risiko ein. Okay, Gorf. Oh, scheiße. Der Kampf geht ja direkt los. Fuck. Hallo. Diesen Moment habe ich schon so lange gewartet, Smurf. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisiere, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Digga, du hattest einen fucking Radikal. Nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Smurf, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer, Tim. Ja, du hast auch nur geringsten Größenkomplex. Wie wär's damit? Ich bring dich zurück auf die Erde, Kleiner. Yeah, that's some roasted bird. That's what you get. Simsala, vor dem Ding hab ich Schiss. Ich hoffe, es ist schnell, Alter. Und setzt nur Psystrahl ein? Also entweder reicht das, um zu killen. Nee, bei weitem nicht. Okay, gut. Donnerschau. Ja. Ah, shit. Flash. Das genügt jetzt nicht, ne? Oh, doch. Oh, gut. Vor Simsala hatte ich echt ein bisschen Schiss. Rizeros. Ein Fall für die Queen. Guck dir den dicken Dino an! Ist er nicht süß? Das ist mein Dino hier! Du schickst mir ein Kaiju? Hier, das ist ein richtiger Kaiju! Get on my level! Ja, mein Freund! Kokowai! Oh, das ist doch mal was für unseren guten Zunder! Jetzt gibt's Zunder! Grilles! Ja! Auf Zunder ist Verlass! Ach du Scheiße. Es brennt! Shit! Aber es brennt. Das ist gut. Okay, da gehen wir jetzt. Nee, nicht über Trank. Über Heiler. So. Ja, das kannst du von mir. Du brennst! Deine Palme brennt! Und sie wird noch mehr brennen. Garados. Oh. Garakant. Garados. That's your end. Oh, destroyed.
und Glurak. So ein Wannabe-Kaiju. Weißt du was, mein Junge? Ich zeig dir mal einen richtigen Kaiju. Sag ich doch. Ich zeig dir mal einen richtigen Kaiju. Du verfällst in... Das ist... ja, das war mal was. Du warst die längste Zeit Champion, mein Freund. Oh, come on! Weißt du... Come on. Come on. Come on. Come on, Gimme. Ich sorg dafür, dass du deinen Glurak an den Wänden verabkratzen kannst. Oh, come on. Hit him. Zeig ihm, wer hier der Kaiju ist. Nicht auf Pokémon vom Level höher. Och, come on! Ich wollte, dass er sein fucking Wannabe-Kaiju schon von der Wand abkratzen kann. Oh. Echt, das geht nicht? Och, come on! Gut, dann nur um ihm zu zeigen, dass er hier nichts zu melden hat. Nein, das kann nicht wahr sein! Meine besten Pokémon sind geschlagen! Siegeszug ist schon wieder vorbei! Eine Anstrengung, Pokémon-Liga zu werden. Das ist nicht fair. Wieso habe ich verloren? Weil man sich auf mich aufgezogen. Da habe ich eine neue Champion-Pokémon-Liga. Wie gönne dir das nicht? Seht ihr, deswegen lasst ihr niemals Gorf was erledigen. Gorf kriegt es nicht richtig hin. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Bisasar... Wirklich, Eich, musst du wirklich das Ding, ne? Und den Weg gemacht hast. Smurf, du bist schon viel erfahrener. Gorf, du bist echt eine Enttäuschung für die Familie. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Also wie immer. Ich habe echt nie was von dir erwartet. Du warst schon immer ein Loser. Du hast deinem Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Du bist ein Loser. Genau wie dein Onkel. Du wirst niemals ein Sieger werden. Smurf! Komm, wir lassen diesen Loser hier zurück. Man soll er doch hier verrotten. In seiner Loserhaftigkeit. Das war allein dein Verdienst. Und beziehungsweise dein Pokémon, vorbildlich. Smurf, folge mir. Wir gehen jetzt in den Gewinnerraum und verlassen diese Loserburg. Herzlich willkommen, Smurf. Hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Und alle Champions der Pokémon-Liga werden hier ihre Heldentaten aufgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Smurf, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in die Ruhmeshalle eingeweiht. Ja, Mensch. Zapkant! War immer Verlass auf dich, mein guter Dönervogel. Rinmeimei! Nio. Nani? Der Top-Kaiju! Der Wannabe-Kaiju! Ja, Gobbel. Du hast immerhin etwas. Sui-Stein! Wer hätte gedacht, dass Sui so lange bei uns bleibt, ne? Und Zunder! Treue Sündchen. Smurf. Spielzeit 108 Minuten. 108 Stunden, ja. Definitely legit. Geh nur, suche mein Gehege auf, wo er 50 Pokémon besitzt. Credits?
Das war Gobble. Wieso ist Gobble in den Credits? Wisst ihr... Zeit und Raum, ne? Danke. Das war's auf jeden Fall davon, aber... Ne? Wir sind ja noch nicht durch. Wir haben ja noch was zu erledigen hier, ne? Und ich lasse das jetzt einfach auch in dem Part. Das ist mir absolut Wurst. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Wir müssen hier hin. Ich muss gerade mal überlegen. Mussten wir das Tutorial von diesem Kerl abbrechen oder mussten wir das durchziehen? Also von Imsen hier. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich das gemacht habe. Ich speichere lieber hier einmal, bevor irgendwas Merkwürdiges passiert. Ich meine, ich musste das Tutorial mit ihm abbrechen. Durchziehen. Ach so. Du musst es ansehen. Okay, gut. Warte, was? Ach so. Aber einen Kaffee bekommen, natürlich kannst du passieren. Hast du eilig? Nein. Aber nur den Pokédex. Mal aktualisieren. Pokémon Fact, kein Problem, erklär's dir. Hey! Das ist ein Pokémon! Aber ich schmeiß mal meine 50 Pokébälle! So ein paar hat er ja. Wenn du ein Pokémon fangen musst, musst du es zuerst schwächen. Nice. Aber ich werde mal deine alten Männerkräfte nutzen und, ne? Ist es gar... Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hatte ich einen kleinen Trip in die Unterwelt. Es war merkwürdig. Und dann halt hier an der Seite längs leiden. Wenn ich mal kurz schwelgen darf. Das hier kam noch aus einer Zeit, wo man sich damals auf dem Schulhof diesen Trick verraten hat. Aber man, ja, war mal so ein Mythos. Und dann hast du diesen einen Dude gehabt, der irgendwie alles auf Level 100 hat und niemand wusste wie. The fuck are you? What the fuck? Ist das Ding Level 140? Ist das some Gen 8 Kacke? What the fuck? Okay, das Ding ist jetzt schon... Okay, merkwürdig. Ja, wow, das Ding schlägt die Scheiße aus mir raus. Ich hau mal ab, ja. Ab jetzt können Pokémon Level 90, Level 9000 und höher sein. Okay. Ein Rebellion-Level-Cap, es ist ein fucking Pixie. Mal gucken, was kommt denn noch hier? Was kommt denn noch so auf uns zu? Es ist alles immer an dieser Küste. Wisst ihr, so diese Küste neben den Zinnoberinseln. Das sind die krassen, die ganz... Hier passiert der krasse Shit. Danach haben wir doch gesucht. Ein wildes... wurde besiegt, hält null Erfahrung. Du kriegst nothing. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Top-Beleber. Oh komm, ich will ein paar Fahrräder. Ich will meinen eigenen Fahrradshop aufmachen. Ich will noch mehr Zeug. Ein Ponita. Just Ponita. Okay, Moment. Müssen wir jetzt den Dings nochmal neu, den Mission No Glitch nochmal neu ansetzen oder kann das Ding jetzt nochmal kommen? Mein Level 0? Alter. Der Moment, wenn du schlicht und ergreifend so schlecht bist, dass du Level 0 bist. Während hier ein Pixie Level 140 rumrennt und dir hier dich silly slappt. Das ist noch merkwürdig. Oder ein Smogmog. Ich denke mal, wir müssen das Ganze nochmal neu...
nochmal neu absetten kann das. Ja, aber jetzt tauchen hier nur noch so ganz normale... Ach ne, guck mal, da ist er ja. Diesmal ist es Level 80. Okay. Es leuchtet. Setzt den Milzfeger ein. Und es macht überhaupt keinen Schaden. Haben wir jetzt sehr viele Fahrräder? Ne, wir haben noch nur ein Fahrrad. Oh. Schade, ich habe gedacht, ich könnte jetzt meinen eigenen Fahrradshop aufmachen. Gut, aber dann... Ja, Tentara, du kannst dich mal, ne? Du bist bei weitem nicht das, was wir suchen. What the fuck? Alter, das hat ein Angler mal zum Maximum getrieben. Kann ich dich fangen? Ich habe keine Bälle. Oh, Mano. Alter, das ist das krasseste Carpano, was ich je gesehen habe. Also es gibt trotzdem nur 400 Erfahrung. Sekunde mal kurz. Ich meine, wir haben ja Geld, ne? Ich kaufe mir mal so ein paar Bälle, just in case. Ein bisschen rumtricksen kann man ja noch. Das ist mal ein Carpador. Nee, Killer Quaid. Da ist es wieder! Das 140 Pixie! Die 140 Pixel Kamera! Get into my la... What the fuck? Alter, wirklich. Es ist... Alter! Es ist genau sowas schon wieder. Ich kann nicht davon laufen. Es ist einfach... Es ist zu mächtig. Und da ist dieses Carpador schon wieder! Alter, komm, ich will dieses Carpador besitzen. Come on. Come on. Oh, nee. Nee, komm. Ey, lass mich hier nicht von dem fucking Carpador verarschen. Nee, 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 nee. Jesus Christ. Ich lass mir das nicht entgehen. Ich will so ein Mega-Carpador. Da kannst du so viel platschen, wie du willst. Warte mal. Hat keine... Ich wollte gerade sagen, es hat Wirkung. Es hat Wirkung zu haben. Du kommst mit mir, ob du willst oder nicht. Komm, wir schwächen mal ein bisschen. Komm, jetzt aber. Ja. Ja. Nice. Nee, wir brauchen so einen richtig krassen Namen. Gokudor. Oh, mein Selfgain lebt noch. Das ist Gokudor. Es ist das krasseste Carpador, was du in deinem Leben je gesehen hast. So, warte mal. Bills PC. Wir legen mal... Komm, Gobble, verpiss dich. Du bist gerade, ne? Nani? Alter. Diese Stats. Alter, 260. Komm mit. Komm mit, Gokudor. Wir werden die Welt verbessern. Warte mal. Wie viel brauchst du bis zum Level Up? Ein bisschen. Es braucht so ein bisschen, bis wir das tatsächlich mal... 779.000. Alter, das dauert ja ewig. Okay, warte mal, was passiert, wenn wir jetzt nämlich nochmal
Nee, Ponita, piss off. Tentacha, piss off. Genau du. Ich wollte schon immer mal wissen, was passiert, wenn man das macht. Ich habe es verfehlt. Was? Ich habe es ver... Was? Ich habe es ver... Jetzt ist es Level 80. Ja, ja, wunderbar. Da wird aber schon witzig hier. Es kopfnusst mich. Wie soll man einen Glitch einfangen? Wie soll ein Glitch sonst funktionieren? Ich meine, ich kann offenbar den Guillotine. Alter. Das Ding will mich umbringen. Das Ding will mich umbringen. Come on. Ich hab den Meister bald nicht mehr. Davor habe ich Lavadon gefangen. Turmkick. Ich wurde von einem Glitch getreten. Alter. Cutie, das Ding will mich umbringen. Come on. Ja, komm. Ich, ne? Sie sagten, es ist nicht möglich. Oh. Oh. Nichts für ungut. Ich hab's gefangen und es verdrischt mich weiter. Alter, was zur Hölle? Ich hab's gefangen und es fängt einfach an, mich zu verdreschen. What the fuck? Alter. What the fuck? Subcut, geh mal woanders. Du hast gerade Pause. What the fuck? Das Ding hat einen guten Spezialwert, aber, ne? Warte mal. Typ normal. Es hat keinen ersten Typ, es hat nur einen zweiten Typ. Alter, woran erkennst du dich? Erkennst du, dass ein Pokémon nicht bei dir sein will? Richtig, es tritt dir die Fresse ein, nachdem du es gefangen hast. Alter. Vor allem, was ist das für ein Moveset? Kopfnuss, Turmkick, Himmelsfeger und Guillotine? Das Ding will einen nicht nur ermorden, das Ding will einen tot sehen. Jetzt ist es ein Rizeros. Wechselt das immer? Nee, es hat nur den Namen, dass es aussieht wie sonst was. Warte mal, heil mich mal. Was ist, wenn wir es in Kampf schicken? Warte mal, wir müssen ja nicht unbedingt wieder ins Wasser. Da passieren noch merkwürdige Dinge. Das ist Sprite von Rizeros, oder? Also, ich schätze mal. Ich will's ja nicht sagen, ne, aber. Es fühlt sich alles ziemlich normal an auf einmal wieder. Auch wenn es mich absolut nicht leiden kann. Und der Name irgendwie sich jedes Mal neu umtransformiert. Was passiert, wenn wir eventuell. Na, okay, wir haben keine Bälle mehr. Aber. Ne? Jetzt will ich es ja dann doch wissen. Who would win a death battle? Okay, warte. Ich glaube, jetzt muss ich das Ganze doch neu absetten, wa? Ja, wahrscheinlich. Weil jetzt kommen hier nur noch die normalen Viecher.
Ja, ich schätze, ich müsste es jetzt neu machen. Na gut. Ist ja auch nicht, ne? Es hat sich schon verwandelt. Es ist kein Missingno mehr, aber... Nee, das kannst du so nicht sagen. Tief in seinem Herzen ist es immer noch ein Missingno. Es ist nur jetzt ein Rizeros mit einem abstrus hohen Spezialwert und der Rest von ihm ist Trash. Sagen wir mal ganz ehrlich. Aber der Spezialwert, der ist schon gar nicht mal schlecht. Der Rest ist nur Scheiße. Und von Goku fangen wir mal gar nicht an. Goku dort, ne? Weißt du, der schnellste Fisch diesseits des Atlantik. Ich würde zu gerne, ne? Zu gerne würde ich, ne? Warte, was passiert? Ah, ne, nicht Platscher. Ich könnte mich hier durch die Gegend tackeln. Das war mal ein Downgrade. Aber okay. Weißt du, minus 40 Level. Aber hey, wir haben Level 100 Garados. Mit ganz normalen Werten. Es kann halt nur Platscher und Tackle. Aber wir haben Level 100 Garados. Ja, Mensch. Der Name ist ein Teil seiner Pfote geworden, habe ich das Gefühl. Du bist immer noch ein Ridiculum sondergleichen. Ja, ich meine, wir haben jetzt einen Garados. Level 100 Garados for nothing. Wir haben ein Pokémon gefangen, was dann angefangen hat, uns zu treten. Ja, das ist, ne? Das ist immer das Schöne. Du weißt nie, was passiert. Bis zum nächsten Mal. So, Leute. Maus? Ah, danke. Okay. Ja, tschüss.